hallo ihr double gesleeften 50 Cent Rares. Herzlich willkommen beim Precon Upgrade Video von Brothers War. Das zweite Video und auch das letzte dieser Art in diesem Set geht um Mishra, Eminent One. Eine legendäre Kreatur in der Farbidentität von Grixis, er kostet zwei generische, ein blaues, ein schwarzes und ein rotes Mana. Und die Fähigkeit ist ziemlich cool, denn zu Beginn unserer Kampfphase erzeugen wir einen Token, der eine Kopie einer Nicht-Kreatur-Artefaktkarte ist, die wir kontrollieren. Mit Ausnahme, dass es eine Mishra's the Warform ist und eine 4-4er-Artefakt-Kreatur geworden ist, zusätzlich zu seinen anderen Typen. Diese Kreatur erhält dann Eile und wir müssen zu Beginn unseres nächsten Endsteps diese Karte auf jeden Fall opfern. Klingt ziemlich vielversprechend und ich habe mir selbstverständlich die Deckliste angeschaut und ich finde sie ein bisschen attraktiver im Vergleich zu dem Urza-Deck, was wir uns ja gestern schon angeschaut haben. Den Link zu der Deckliste habe ich selbstverständlich in die Videobeschreibung gepackt und in diesem Video habe ich euch ebenfalls wieder 10 Karten rausgesucht, die raus müssen und 10 Karten, die selbstverständlich stattdessen rein müssen. Und das alles für unter 50 Euro. Bei Mishra hatte ich ein kleines Problem und zwar sind die Karten relativ teuer oder zumindest eine Karte ist richtig teuer. Deshalb habe ich bei diesem Video ein bisschen geschummelt. Zwei Karten kosten unter einem Euro. Insgesamt, weil wir die Kartenpreise ja immer aufrunden, kommen wir auf exakt 50 Euro. Da sie allerdings alle aufgerundet sind, habe ich dieses Video dennoch deklariert als für unter 50 Euro. Die erste Karte, die meiner Meinung nach raus sollte, ist Truxos. Eine 7-7er Kreatur mit Trampelschaden, die zudem eine Artefakt-Kreatur ist, ist schon ziemlich cool. Da sie eine legendäre Kreatur ist, können wir sie, ohne mit der Wimper zu zucken, aus dem Deck nehmen und ein eigenes Deck um ihn herum bauen. Warum ich ihn allerdings rausgenommen habe, ist folgender Grund. Diese Kreatur enttappt nicht während des normalen Untap-Steps in unserem Zug. Wir müssen nämlich jedes Mal einen historischen Zauberspruch spielen, um Truxos zu enttappen. Zudem kann er nicht mit der Fähigkeit von unserem Commander interagieren, da er eine Kreatur ist und Mishra nur Nicht-Kreaturen-Artefakte in neue Kreaturen verwandeln kann. Daher ist Truxos einfach nur eine ziemlich starke Kreatur in unserem Deck, auf die wir allerdings sehr gut verzichten können. Stattdessen möchte ich das legendäre Artefakt Gontis Aetherheart in dieses Deck reinpacken. Wenn dieses Artefakt das Spielfeld betritt oder wenn ein anderes Artefakt das Spielfeld betritt, erhalten wir 2 Energiemarken. Wir können auch insgesamt 8 Energiemarken bezahlen und Gontis Aetherheart aus dem Spiel entfernen, um einen Extrazug nach diesem zu bekommen. Die Strategie ist also ganz klar. Mit Mishra kriegen wir Runde für Runde immer ein Artefakt unter unserer Kontrolle ins Spiel. Die Energiemarken sollten sich also relativ schnell in unserem Deck füllen. So ist der Extrazug nicht mehr weit entfernt und wir können weitere Artefakte in unserem Deck ausspielen und kopieren. Für insgesamt 3 Euro auf Cardmarket eine super Ergänzung. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es funktioniert, da es ein legendäres Artefakt ist. Wir können selbstverständlich Gonti auswählen, um eine Kopie zu erzeugen durch Mishra. Allerdings haben wir dann zweimal dasselbe legendäre Artefakt auf dem Spielfeld, auch wenn wir die Energiemarken auf jeden Fall bekommen. Wir müssen dann, glaube ich, das zweite Artefakt sofort opfern. Oder es wird sofort zerstört. Ich bin mir gerade unsicher, was die Legendenregel besagt. Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, dass wir nicht die Kopie von Gontis zweitem Aetherheart, das wir als Kopie erzeugen, opfern oder exilen können, um das Original immer zu behalten und so unendlich Extrazüge zu bekommen. Falls es doch geht oder wenn irgendein super schlauer Regelfuchs da draußen weiß, wie das abgehandelt wird, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, wie es sich mit Gontis Aetherheart in diesem Deck verhält. Karte Nummer 2, die raus sollte meiner Meinung nach, ist Geth, Lord of the Vault. Auch wenn ich diese Karte eigentlich sehr mag, da sie diesmal sogar als Old Border Karte gedruckt wurde und mit dem Zusatz Phyrexianer, hat es mich eigentlich ziemlich abgeholt und es schmerzt mir so ein bisschen im Herz, diese Karte rauszunehmen. Allerdings ist die zweite Fähigkeit so gar nicht praktisch in unserem Deck, denn wir können eine Artefakt- oder Kreaturenkarte mit umgewandelten Mana-Kosten von X aus dem Friedhof eines Gegners unter unsere Kontrolle ins Spiel bringen. Das ist natürlich sehr cool, wenn wir es drauf anlegen. Allerdings ist in unserem Deck nicht sichergestellt, dass immer ein Artefakt oder eine Kreatur in den Friedhöfen unserer Gegner vorhanden ist, die wir hier gut abgreifen können. Stattdessen gönne ich mir den Marionettenmaster, der unbedingt in dieses Deck muss. Diese Karte kostet aktuell unter einem Euro auf Cardmarket, da diese Karte richtig häufig in den letzten Precon-Decks reprintet wurde. Auch wenn diese Karte relativ günstig ist, weil sie sehr häufig reprintet wurde, ist sie ein richtiger Goldschatz in unserem Deck. Denn immer wenn ein Artefakt, das wir kontrollieren, in den Friedhof gelegt wird vom Spielfeld aus, dann verliert ein Gegner unserer Wahl Lebenspunkte in Höhe der Stärke des Marionettenmasters, welches in der Regel 4 sein sollte. Das ist eine perfekte Synergie mit unserem Commander, denn das erzeugte Artefakt, welches wir bekommen durch unseren Commander in der Kampfphase, muss am Ende des Zuges geopfert werden.
Auch wenn es ein Token ist und sofort aus dem Spiel entfernt wird, sobald es nur den Friedhof berührt, triggert der Marionettenmaster trotzdem. Kommen wir zur Karte Nummer 3, dem Hellkite Igniter. Eine ziemlich teure Drachenkreatur, wenn ihr mich fragt, die in diesem Deck sehr unpassend ist. Natürlich hat er eine Fähigkeit, die besagt, dass wir für insgesamt 2 Mana diese Kreatur verstärken können in Höhe der Anzahl an Artefakte, die wir kontrollieren, was in der Regel auch gar nicht mal so schlecht sein sollte. Allerdings ist dieser Drache selber gar kein Artefakt und interagiert auch nicht in irgendeiner Form mit unserem Commander, bringt uns also eigentlich nicht wirklich nach vorne. Ist eine sehr starke Einzelkarte, aber darauf wollen wir es in diesem Deck nicht setzen, sondern wir wollen die Synergie in diesem Deck natürlich erhöhen, damit sich dieses Upgrade hier auch wirklich lohnt. Stattdessen möchte ich auf die Verzauberung Determined Iteration setzen. Dies ist eine Verzauberung, die ich in einem der letzten Precon-Upgrade-Videos aus dem Deck rausgenommen habe, weil es dort für mich keinen Sinn gemacht hat. Hier ist es allerdings genial, denn für auch 1 Euro auf Cardmarket erhalten wir eine Verzauberung. Und das ist ein Kartentyp, den es vorher im Mishra-Deck gar nicht gab. Zu Beginn der Kampfphase in unserem Zug können wir nämlich populaten. Dabei erzeugen wir einen Token von einem Kreaturenspielstein, den wir bereits kontrollieren. Auch diesen Token müssen wir natürlich am Ende des Endsteps opfern. Wir haben also hier nochmal eine funktionale Kopie der Fähigkeit unseres Commanders. Mit Ausnahme, dass wir keine Artefakte in Kreaturen verwandeln können. Haben wir allerdings unseren Commander draußen, können wir gleich 2 Token desselben Artefaktes erzeugen. Gerade bei Artefakten wie zum Beispiel Spine of Ishtar ist das richtig übel. Wenn dieses Artefakt das Spielfeld betritt, können wir eine bleibende Karte unserer Gegner zerstören. Einfach nur mit Determined Iteration ziemlich genial. Der Herald of Anguish ist auch wieder eine Karte der Kategorie ziemlich gute Einzelkarte in einem Artefaktdeck, allerdings nicht in unserem Artefaktdeck. Dieser super coole Dämon, der es auch das erste Mal auf einem Old Border geschafft hat, hat nämlich Improvise. Das bedeutet, Artefakte, die wir kontrollieren können, helfen, diesen Zauberspruch zu wirken, indem wir sie tappen und dafür ein generisches Mana erhalten, um diesen Zauberspruch zu casten. Dann haben wir einen 5-5er fliegenden Dämon und zu Beginn des Endsteps muss jeder Gegner eine Handkarte abwerfen. Ich habe mir diese Deckliste natürlich sehr genau angeschaut und habe überlegt, welche Artefakte könnten wir denn tappen, um diese Kreatur hier zu spielen. Und wir haben ziemlich viele Mana-Artefakte in unserem Deck, um ordentlich zu rampen. Diese werden wir sehr wahrscheinlich nicht für Improvise benutzen, da es sinnvoller ist, sie für ihr reguläres Mana zu benutzen. Da dies allerdings die einzige gute Fähigkeit an dieser Kreatur ist, weshalb ich sagen würde, ja, sie passt in ein Artefakt-Deck, nehme ich den Herald of Anguish gerne raus. Stattdessen möchte ich auf den Goblin Engineer setzen, welcher aktuell für 3 Euro auf Cardmarket zu haben ist. Wenn der Goblin Engineer das Spielfeld betritt, können wir unsere Bibliothek nach einer Artefaktkarte durchsuchen und sie in unseren Friedhof legen. Die zweite Fähigkeit besagt dann, dass wir ein Artefakt opfern können, um das rausgesuchte Artefakt oder irgendein anderes aus unserem Friedhof mit umgewandelten Mana-Kosten von 3 oder weniger zurück aufs Spielfeld zu befördern. Für dieses geopferte Artefakt ist natürlich der Token prädestiniert, den wir mit Mishra erzeugen können. So haben wir mit dem Goblin Engineer einen ziemlich coolen Tutor in unserem Deck, um günstige Artefakte rauszusuchen, wovon wir einige im Deck haben, die auch ziemlich nützlich sind. Zum anderen können wir allerdings auch wieder irgendwelche Artefakte opfern, um an heißgeliebte Artefakte aus unserem Friedhof wieder ranzukommen. Einfach genial. Auch Farid Enterprising Salvager sollte unser Deck verlassen. Mir gefällt diese Karte schon. Eine neue legendäre Kreatur im roten Old Border, was meiner Meinung nach sogar die schönste Rahmenfarbe ist, die wir in den alten Karten hatten. Gerade in Voll macht dieses Rote ziemlich viel her. Wir müssen uns allerdings bei dieser Karte ein bisschen auf die Fähigkeiten konzentrieren und diese besagt, immer wenn ein Nicht-Token-Artefakt, das wir kontrollieren, in den Friedhof gelegt wird, erzeugen wir ein Artefakt-Token mit dem Namen Scrap. Unser Deck hat allerdings von Grund auf eigentlich ein anderes Prinzip, nämlich, dass wir unsere Artefakte nutzen, um damit Token zu erzeugen, die am Beginn des nächsten Endsteps geopfert werden müssen. Von daher sollte eigentlich der Fall nicht häufig eintreffen, dass wir ein Non-Token-Artefakt verlieren. Wer Farid allerdings genauso mag wie ich, sollte um ihn herum ein eigenes Deck bauen, denn die anderen Fähigkeiten sind für Rot gar nicht mal so schlecht. Stattdessen würde ich auf das Artefakt Sundial of the Infinite setzen. Hierbei können wir den Zug zu jedem Zeitpunkt beenden, wenn es unser eigener Zug ist. Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum sollte ich die 3 Euro investieren in diese Karte und was bringt sie? Ganz einfach, wenn nämlich die Fähigkeit von Mishra auf den Stack gelegt wird, dass wir das Artefakt zu Beginn des nächsten Endsteps opfern müssen, aktivieren wir die Sundial of the Infinite, wenn die Fähigkeit von Mishra ebenfalls auf dem Stack liegt.
Dann wird die Fähigkeit vom Sundial of the Infinite zuerst abgearbeitet und alle Fähigkeiten und Zaubersprüche auf dem Stack werden aus dem Spiel entfernt. Mit anderen Worten, wir müssen die Artefakt-Spielsteine, die wir mit Mishra erzeugt haben, am Ende des Zuges nicht mehr opfern. Und das ist einfach nur genial. Stellt euch mal vor, dass wir Runde für Runde unsere Armee an Mishras Warform einfach immer weiter ausbauen könnten. Unsere Gegner haben dann erstmal nicht mehr so schnell was zum Lachen. So absolut gar nicht mag ich die Karte Oni Cold Anvil. Dies ist eine Karte, die eine Fähigkeit hat, die nur einmal in jedem Zug triggern kann. Und zwar immer, wenn ein oder mehrere Artefakte, die wir kontrollieren, das Spielfeld verlässt, in unserem Zug dann erzeugen wir einen 1-1er farblosen Construct-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Also mit anderen Worten, in jeder Runde einen. Zudem können wir dieses Artefakt opfern, um einen Schadenspunkt zu jedem Gegner zu schießen. Wir erhalten dann einen Lebenspunkt. Wuhu! Eine Karte, auf die wir sehr gut verzichten können. Stattdessen möchte ich das Nautiloid Chip spielen. Eine Karte aus Commander Legends 2 für insgesamt 5 Euro. Und bei dieser Karte habe ich mich häufig gefragt, in welches Deck soll ich diese Karte nur packen? Und es ist endlich soweit, sie kommt in das Mishra Deck. Hier haben wir nämlich ein Artefakt-Fahrzeug, was eine Stärke und Widerstandskraft von 5,5 hat. Mit anderen Worten, es ist oder kann in eine Kreatur verwandelt werden, wenn wir Crew 3 einsetzen. Der Vorteil ist allerdings, dass wenn dieses Artefakt das Spielfeld betritt, wir den Friedhof eines Spielers komplett aus dem Spiel entfernen. Wenn wir also Mishra nutzen, um in der Kampfphase eine Kopie des Nautiloid-Chips zu erzeugen, können wir also in jeder Kampfphase einen kompletten Friedhof Runde für Runde entfernen. Zudem, wenn das Nautiloid-Chip einem Spieler Kampfschaden zufügt, können wir uns eine Kreaturenkarte aussuchen, die wir mit der Instanz des jeweiligen Nautiloid-Chips erzeugt haben. Und diese Kreatur, die wir ausgesucht haben, kommt dann unter unsere Kontrolle ins Spielfeld. Da das Nautiloid-Chip Crew 3 hat, könnten wir theoretisch auch den Token, den wir mit Mishra erzeugen, nutzen, um das ursprüngliche Nautiloid-Chip zu bemannen. Je nachdem, wie wir es allerdings anstellen, können wir auch einfach mit beiden Nautiloid-Schiffen angreifen, wenn wir es schaffen, zum Beispiel Mishra zu tappen, um das Nautiloid-Chip zu bemannen. Wenn wir zwei dieser Schiffe draußen haben, die jeweils 5-5 und Flugfähigkeit haben, sollten wir es auf jeden Fall geschickt nutzen können, um den Spieler auch wirklich Kampfschaden zuzufügen, dem wir den Friedhof zuvor entfernt haben. Und sollten mal keine guten Kreaturen in den Friedhöfen unserer Gegner liegen, was ja eigentlich auch ein Argument war, um Lord the Guess rauszunehmen aus diesem Deck, dann können wir mit dem Nautiloid-Chip auf jeden Fall den kompletten Friedhof des Spielers entfernen, was auch mal in dem einen oder anderen Spiel sehr nützlich sein kann. Karte Nummer 7, die raus sollte, ist Wayfarer's Bauwill. Eine Karte, die ich einfach nicht mag. Gut, theoretisch ist sie gar nicht mal so schlecht, wir können sie opfern, um unsere Bibliothek nach einem Basisland zu durchsuchen. Dieses kommt dann getappt ins Spiel. Das könnte mit Mishra ganz nett sein, wenn wir es schaffen, zum Beispiel Wayfarer's Bubble einfach zu kopieren in unserer Kampfphase, um es dann zu nutzen, um es zu opfern, um ein Land rauszusuchen, statt mit diesem Artefakt anzugreifen. Dennoch halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass wir diese Karte im Spiel behalten werden, um sie mit Mishra irgendwie zu benutzen. Und als reiner Tutor empfinde ich sie nicht gut genug für eine Landerkarte, die nur ein Basisland sein kann. Stattdessen möchte ich auf den Wishclaw Talisman setzen. Dieses Artefakt kostet auf Cardmarket aktuell 1 Euro. Der Vorteil hier ist selbstverständlich, dass der Wishclaw Talisman mit 3 Marken ins Spiel kommt und wenn wir eine runternehmen und ein Mana bezahlen und dieses Artefakt tappen, dann dürfen wir unsere Bibliothek nach einer bestimmten Karte durchsuchen, die wir unseren Gegnern noch nicht mal vorzeigen müssen. Es kann also ein Land sein oder eine andere Karte. Ziemlich genial wird das Ganze, wenn wir Mishra einsetzen, um eine Kopie des Wishclaw Talisman zu produzieren. Wenn wir dann nämlich eine Marke und die Fähigkeit aktivieren vom kopierten Wishclaw Talisman, müssen wir die Kopie einem Gegner geben. So ist es nicht mehr möglich, diese Karte zu Beginn unseres nächsten Endsteps zu opfern. Mit anderen Worten, wir suchen uns also einen coolen Verbündeten am Spielfeld aus, dem wir unseren Wishclaw Talisman als Kopie immer wieder zuschustern könnten. So können wir und der andere Spieler uns beliebige Karten aus unserer Bibliothek heraussuchen. Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass in diesem Fall unser Gegner auch Karten aus der Bibliothek raussuchen darf und dann entscheiden darf, wem er schlussendlich den Wishclaw Talisman gibt, denn der Wishclaw Talisman kommt mit insgesamt 3 Marken ins Spiel, das heißt, 3-mal kann dieser Wishclaw Talisman eingesetzt werden. Es ist also so ein bisschen auch das Spiel mit dem Feuer, was mir aber ziemlich gut gefällt, um die politische Ebene am Spielfeld mal ein bisschen zu befeuern.
Ebenfalls rausnehmen werde ich die spontane Zauberkarte Abrade. Hier können wir 3 Schaden zu einer Kreatur schießen oder ein Artefakt zerstören. Das kann ganz nützlich sein, wenn wir zufällig gegen das Urza-Deck spielen. Ansonsten fällt mir da allerdings eine andere Karte ein, die ich viel lieber spielen würde. Und zwar Seize the Day oder auf Deutsch Carpe Diem. Hierbei können wir eine Kreatur unserer Wahl enttappen und nach der nächsten Hauptphase erhalten wir eine zusätzliche Kampfphase, gefolgt von einer zusätzlichen Hauptphase. Zudem können wir diese Hexerei nochmal für die Flashback-Kosten bezahlen, also das Ganze nochmal einsetzen, bevor wir diese Hexerei dann aus dem Spiel entfernen müssen. Dies ist ziemlich genial, denn mit jeder weiteren Kampfphase können wir auch weitere Artefakte, die wir kontrollieren, kopieren. Haben wir zum Beispiel Spine of Issar auf dem Spielfeld liegen, verwandelt sich Seize the Day in ein Removal. Und zwar nicht nur ein Kreaturen-Removal, sondern eine bleibende Karte unserer Wahl. Zudem bedeuten zusätzliche Kampfphasen auch, dass wir noch mehr Schaden zufügen können. So geht das Spiel hoffentlich noch schneller zu Ende und entscheidet sich für uns. Die vorletzte Karte, die ich rausnehmen möchte, ist der Oblivion Stone. Eigentlich ein ziemlich cooler Massenremoval, allerdings gefällt es mir nicht, dass auch hierbei generell meine eigenen bleibenden Karten zerstört werden. Zudem muss ich erstmal 3 Mana bezahlen, um dieses Artefakt ausspielen zu können, und dann muss ich 5 Mana bezahlen, um den Oblivion Stone auch mal zu aktivieren. Zudem macht es auch nicht wirklich Sinn, den Oblivion Stone als Artefakt auszuwählen, um daraus eine Kreatur werden zu lassen durch Mishra, denn wenn wir selbst die Kopie opfern, um die Fähigkeit zu erzeugen, zerstören wir wieder alle bleibenden Karten. Daher ist der Oblivion Stone für mich nicht unbedingt wirklich effektiv. Ich möchte stattdessen auf die Contagion Engine setzen. Wenn sie das Spielfeld betritt, erhalten alle Kreaturen eines Spielers unserer Wahl eine -1/-1 Marke und für 4 Mana können wir gleich 2-mal proliferaten. Das ist ein ziemlich guter Kreaturen-Removal. Klar, wir kriegen damit keine bleibenden Karten entfernt, allerdings können wir, wenn wir die sämtlichen Kreaturen unserer Gegner aus dem Spiel befördern können, mit unseren Kreaturen und Kopien einfach durch die Mauern unserer Gegner quasi durchrennen und unseren Gegnern ordentlich Kampfschaden zufügen. Ziemlich genial ist die Contagion Engine zudem auch, wenn wir daraus eine Kopie werden lassen mit Mishras Fähigkeit, denn dann betritt die Kopie nochmal das Spielfeld und unsere gegnerischen Kreaturen kriegen erneut eine -1/-1 Marke. So müssen wir uns nicht auf einen Gegner versteifen, wenn wir die Kreaturen oder den Spieler auswählen müssen. Das können wir jede Runde aufs Neue machen. Und mit 6 Euro ist es die zweitteuerste Karte in diesem Precon Upgrade Video. Die teuerste Karte folgt gleich. Die letzte Karte, die ich rausnehme, ist der Metalwork Colossus. Dies ist eine 10-10er Kreatur, die günstiger wird für jedes Nicht-Kreaturen-Artefakt, das wir kontrollieren. Ist zwar eine nette Kreatur, für mich allerdings auf jeden Fall keine 10 von 10 in diesem Deck, da es eine Artefakt-Kreatur ist und wir es nicht schaffen, diese irgendwie zu kopieren. Es ist also wieder eine Karte der Kategorie nette Einzelkarte in unserem Deck, die nicht mit dem Commander synergiert. Stattdessen möchte ich die Verzauberung Aggravated Assault spielen. Hierbei können wir gleich 5 Mana investieren, um alle Kreaturen, die wir kontrollieren, zu enttappen und eine zusätzliche Kampfphase zu erhalten. Diese Fähigkeit können wir nur einsetzen, wenn wir auch eine Hexerei spielen könnten, also nur in unseren Hauptphasen und wenn kein Zauberspruch oder Fähigkeit auf dem Stack liegt. Ziemlich genial ist allerdings, dass wir diese Fähigkeit trotzdem mehrmals im Zug aktivieren könnten. So könnten wir mit Mishra unsere ganzen Mana-Artefakte zu Kreaturen werden lassen, die wir in unseren Kampfphasen enttappen können. In der neuen Kampfphase können wir dann mit Mishra wieder eine neue Kopie eines Mana-Artefaktes machen und so haben wir Runde für Runde oder Kampfphase für Kampfphase immer mehr Mana-Artefakte und irgendwann können wir unsere ganzen kopierten Mana-Artefakte nutzen, um Aggravated Assault selber dadurch zu aktivieren. Mit anderen Worten, wir kriegen sehr wahrscheinlich sehr zuverlässig in diesem Deck unendlich viele Kampfphasen mit dieser Verzauberung hin. Unendlich Kampfphasen bedeutet auf jeden Fall, das Spiel gewonnen zu haben. Denn so können wir jedes Artefakt in eine Kreatur verwandeln und jeden Gegner auf jeden Fall überrennen. Der einzige Ausweg ist dann irgendein Spontanzauber, der alle unsere Kreaturen wieder zurück auf die Hand bringt, wie zum Beispiel einen Cyclonic Rift. Haben wir allerdings auch ein Artefakt wie zum Beispiel Spine of Issar draußen, können wir unseren Gegnern selbstverständlich dadurch alle bleibenden Karten zerstören. Unseren Gegnern bleibt also nichts anderes übrig, als einfach den Verlust aller Karten über sich ergehen zu lassen und das Spiel zu verlieren. Das ist auf jeden Fall wert, 22 Euro zu investieren, denn so werden wir das Spiel auf jeden Fall regelmäßig mit Mishra gewinnen.
Wer das Powerlevel von Mishra noch weiter hochsetzen möchte, sollte auf jeden Fall noch mehr investieren und in schöne Neutralisationszauber investieren. Denn so wird unser Spielplan oder unsere Strategie noch zwingender und unsere Gegner werden es nicht mehr so einfach haben, uns vom Plan aufzuhalten, wenn wir es schaffen, die ganzen Antikarten wie zum Beispiel das eben erwähnte Cyclonic Rift zu neutralisieren. Mich hat Mishra schon sehr überzeugt. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich bei den Preisen ein klein bisschen geschummelt habe. Hier kommen wir, wenn wir alle Preise zusammenzählen, insgesamt auf 50 Euro. Allerdings gibt es einige Karten, wie zum Beispiel den Marionettenmaster, was ich am Anfang des Videos erwähnt habe, der unter 1 Euro kostet. Ich habe die ganzen Karten selbstverständlich auch durch den Shopping Wizards von Card Market geschickt und komme da insgesamt auf 47 Euro. Also unter 50 Euro sollte auf jeden Fall hier geschafft sein. Ich hoffe, dass mein Bruder, mit dem ich mir jeweils ein Deck bestellt habe, damit einverstanden ist, dass ich mir das Mishra-Deck nehmen kann, obwohl wir uns eigentlich darauf verständigt haben, dass ich Ursa bekomme und mein Bruder Mishra. Ich hoffe, er ist bereit zu tauschen, denn insgesamt finde ich Mishra im Vergleich zu Ursa als Deck schon deutlich ansprechender. Auch wenn vielleicht Urza die besseren Mechaniken im Deck hat, gefällt mir es doch schon ziemlich, dass wir in der Angriffsphase hier unser Schabernack treiben können. Auch die Art und Weise, zusätzliche Kampfphasen zu erzeugen oder hervorzurufen, gefällt mir und ich wundere mich, dass Wizard of the Coast nicht eine einzige Karte in das Deck gepackt hat, die diese Strategie zumindest andeutet. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr dieses Video findet und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier bei Elder Demon Highlander.